So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt gerade auf der Oberfläche, um was zu essen zu finden. Inventar voll, das war so klar. So ein Mist. Warte mal. Da müssen wir mal so ein paar Sachen wegpacken. Weil wir verhungern nämlich langsam. Warum kann ich nicht rennen? Ja, wir haben jetzt zwei Konstruktoren hier, also den einen, den wir gebastelt haben und den anderen, den nicht. Okay. Der ist jetzt weg. Ja, zumindest haben wir jetzt Sachen frei. Ein bisschen Platz. Und hoffentlich schaffen wir das dann noch, ohne zu verhungern. Ja. Hier, ja, wir haben noch was. Okay, super. Dann hole ich jetzt noch mal ein bisschen was. Genau, aber da ist auch noch Gemüse überall. Genau, und dann machen wir noch ein paar von diesen Power-Riegeln. Ja, es sieht sogar nachts schön aus in dem Spiel, ne? Der Wahnsinn. Haben wir da irgendwelche Pflanzen? Ne, nehmen wir auch mit. Gewürz, okay. Pflanzenfaser immer gut. Gutes Gewürz brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber da hinten ist noch Gemüse. Das Gemüse kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, jetzt ist es voll. Naja, ist auch nicht so wild. Hab dich. Noch irgendwo was? Nee. Dann bringen wir das kurz weg. Genau, warte mal. Also zum einen lassen wir hier alles hier rein. Das können wir so gut, das nicht. Das brauche ich. Und das brauche ich alles nicht. Das können wir aber hier gebrauchen. Anzug da ein bisschen noch was machen. Ich gebe jetzt einfach mal so und so viel in Auftrag. Er weiß ja selbst, wann er wie viele hinkriegt. Dann holen wir uns noch das Fleisch von dem Alien. Sehr gut. Ja, da unten habe ich noch ein bisschen weiter gebuddelt, so wie ich das gesagt habe. Und ich habe noch einen weiteren Raum gefunden. Gut, ich hatte jetzt auch damit gerechnet, dass ich noch einen weiteren finde, ehrlich gesagt. War dann aber eigentlich doch verblüfft, dass ich noch was. Also, ne, also irgendwie hatte man damit gerechnet, aber irgendwie auch wieder nicht so ganz. Also ist schon eigenartig, ne? So, wie viel. Okay, nee, das ist das eine. Können wir ein bisschen was essen hier? Genau, der macht jetzt noch einen. Ja, dann haben wir auch jede Menge als Reserve. Ich packe mir das mal auch hier hin. Dann gehen wir mal pennen, dass wieder Tag wird langsam. Sehr schön. Genau, das nehmen wir mit. Das brauchen wir da nicht. So, und wir wollten gucken wegen. Gut, also zum einen muss ich das jetzt mal zerlegen. Ich brauche Multiladung. Promethium Pellets. Aber ich hätte doch Promethium da.
Ich hatte. Also ist wahrscheinlich noch hier drinne. Gebrauchen davon. Was ich alles halt da reinpacke dann, ne, entsprechend. Ja. Na gut, da war es nur Promethium drin, aber keine Promethium Pellets, ne? Promethium haben. Ja, das ist wieder die Sache. Gut, wir haben da hinten gesehen, da ist Promethium, das heißt, dann kurven wir da mal kurz hin. Ist ja gleich um die Ecke. Schieß schon. Schießen. Da sind noch mehr. Noch mehr. Schieß doch endlich. Warte, müssen wir kurz das übernehmen. Sind die denn jetzt? Ich sehe sie gar nicht. Ach da. Noch irgendwo eine? Ne, ich glaube, das war Wahnsinn, ne? Wäre jetzt auch ganz okay, wenn wir Ruhe hätten, endlich. Ich hätte jetzt. Zumindest nichts dagegen, ehrlich gesagt. Okay, also hier unten drunter ist es. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Ein paar Ladungen haben wir ja noch. Okay. Müssen wir, glaube ich, wohl hier den. Ach, habe ich gar nicht dabei, den Sucher, ne? Ist der hier drinne? Detektor, genau.
durch den Rätsel raten, wo jetzt hier was ist, ne? Ich dachte, wir hatten den Erdsensor dabei. Haben wir den aus dem weggepackt? Na gut, kann sein, ne? Kann man den denn basteln? Na, so jetzt nicht. Ja, komm, wir gucken mal kurz. Vielleicht haben wir Glück und finden gleich was. Wir probieren es einfach mal aus. Das mit der Mine hört sich auch gefährlich an da drüben, ne? Da möchte ich, glaube ich, noch nicht hin. Ich glaube, das ist nur Tod und Verderben. Ich muss sagen, also klar, es ist jetzt nicht schlecht, ne, dass man halt keine richtige Ader hat, sondern hier so einzelne Komponenten. Aber war früher schon ein bisschen angenehmer vom Abbauen her, wo man halt hier hingegangen ist. Dann war das eine große Ader und man konnte das halt alles abbauen. Das war ein bisschen einfacher, ne? Ja. Also es hatte dann schon seinen Vorteil. Immer noch nichts. Na gut, das kann jetzt auch mega tief sein, ne? Das wissen wir nicht. Haben wir auch schon gehabt. Ich hoffe nicht, ey. Warum habe ich keinen Erdsensor dabei? Wirklich etwas seltsam. Sehr, sehr eigentümlich. Naja, immerhin kriegen wir jede Menge Schotter. Das hat ja auch was, ne? Ja. So ein bisschen. Tja, also ich denke, wir werden wirklich nochmal gucken müssen, dass wir den Erdsensor mitnehmen, weil ohne den wird das hier nichts. Oder gibt es hier irgendwie einen alternativen Modus oder so? Ne, ich sehe jetzt auch nichts hiermit. Doch, zeigt die ungefähr Richtung eines Erzlagers oder eines Point of Interest. Auch der hat gerade. Naja, gut, okay, nur das, aber es ist kein richtiger Erzsensor. Das ist das Problem. Da müssen wir das halt holen, wieder aus unserem Lager. Nicht so dramatisch. Also wieder zurück. Und dann fürs nächste Mal entsprechend das Zeug mitnehmen. Ist ja gleich nebenan, also von daher geht das ja noch. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.